Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Lascaro Kanal. Und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Clone Wars Republic Heroes Gameplay. Part 8, genau. Okay. Es kommt noch mehr Movie. Dem Ort, den Jabba nannte, wie er sein sollte. Diese Allianz beunruhigt mich. Können wir Jabba denn wirklich vertrauen? Auf seine Gier? Wir vertrauen. Wenn sich die Separatisten ohne Bezahlung durch Jabbas Gebiet bewegen, wird er uns gerne helfen. Und dem Jedi hat seine Drecksarbeit überlassen. Hat Jabba gesagt, wonach wir suchen? Leicht zu finden ist bestimmt, sagte. Ich spüre bereits etwas. Etwas Großes. Ja, ich befürchte, dass wir... Was für ein trostloser Ort. Dass wir Hüpfmission machen. Ja, ich muss mal kurz schneiden, ich mache das Licht aus. Ja, wenn das Licht aus ist, erkennt man, glaube ich, besser. Weiß ich, Let's Play. Ja. Wir machen auf jeden Fall Hüpfmission. Ja. Die hasse ich ja wie die Pest. Auf jeden Fall mit Luminara und Dooley und Ayla Secura. Ja. Ich glaube, die spielt man in 5 Leveln. Keine Ahnung. Ja, gibt's Neuigkeiten? Nee, eigentlich nee. Ja. Morgen müsst ihr dranbleiben. Rematch-Spiel, Achtelfinale. Dortmund gegen Bayern. Das wird krass. Moment, Commander. Eine Explosion könnte die halbe Klippe zum Einsturz bringen. Mal sehen, ob wir das nicht raffinierter hinbekommen. Okay. Auf jeden Fall. Das habe ich vergessen, was ich sagen sollte. Fuck. Ja. Dortmund Bayern. Das wird krass. Dann am Freitag gibt's dann noch ein Rematch-Spiel. Dann am Samstag Let's Play. 4:15. Und Sonntag auch noch ein Rematch-Spiel. Dann am Montag, ja, ich mach's immer, das ist eine kleine Wochenvorschau. Dann am Montag, ja, was geht's noch am Montag? Ah ja, Leute, Let's Play Star Wars Republic Heroes Part 9. Dienstag sind wir eine Vorstellung von Star Wars Clone Wars Serie 1. Sind wir eine Vorstellung? Dann am Mittwoch Let's Play 4:15. Dann am Donnerstag, also ich rede jetzt von der nächsten Woche jetzt. Donnerstag dann wieder Rematch-Spiel, Achtelfinale. Dann am Freitag, Match-Attacks Freitag, Blister oder Match, Multipack. Weil ich habe das Multipack immer noch nicht gefunden. Oder die Mini-Tin. Ach, das habe ich schon zu viel verraten. Oh, fuck. Auf jeden Fall. Multipack gibt's bei uns hier immer noch nicht. Ich lebe ja eigentlich auch in der Stadt. Und es müsste bei uns es eigentlich geben jetzt. Multipack. Naja. Dann am Samstag wieder Let's Play. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und dann am Sonntag, ja. Sonntag gibt's dann meine leere Star Wars Booster Sammlung. Und dann fällt der Star Wars Sonntag für den Rest des Jahres aus. Ja. Habe ich ja gestern schon alles gesagt. Ja, ich gebe mein ganzes Geld schon für die Magic-Karten aus und da kann ich nicht dann noch für die neuen Star Wars 7 Karten ausgeben.
Wisst ihr, was ich meine? Wow. Auf jeden Fall bin ich so gespannt auf den neuen Film. Star Wars 7, da gehe ich in den Sommer oder Januar rein. Der wird so geil. Ich hoffe natürlich, dass Anakin oder Obi-Wan oder Yoda oder dergleichen die Clone Wars Jedis in als Machtgeister vorkommen. Das wäre so geil. Ich bin gespannt, was aus Luke geworden ist. Den habe ich ja mal in echt gesehen. Also den Schauspieler, den Mark Hamill. Der sieht gruselig aus. Naja. Die Luminara vor uns, ihr bist genervt. Ich weiß es nicht. Und nochmal zu Liam Ayla Secura, die hat vor uns gesagt, ne? Das wäre ein wunderschöner Planet, wenn es nicht so kalt wäre, ne? Und wieso ist sie dann so kurz angezogen? Auf jeden Fall das zweite und letzte Level für dieses Video und Let's Play. Ja. Und dann muss ich Rematch-Spiel machen, Dortmund gegen Bayern, ja, das wird so krass. Was auch immer hier passiert ist, es hatte seinen Ursprung im zentralen Schiffshangar. Oder was davon übrig ist. Wir beginnen unsere Suche hier. Bleibt wachsam und in der Nähe, Commander. Wir wissen nicht, wie stabil dieser schwebende Trümmerhaufen ist. Oder was wir hier alles finden werden. Commander, wir müssen eine höhere Position und einen Eingang finden. Wie diese schwebende Eisscholle, General? Ausgezeichnet, Commander Gray. Oh, nur ein ganzes Let's Play voller Springmission. Oh, Horror. Das war meine große Schwäche beim Let's Playen. Das Runterfliegen. Oh, ich hasse das. So, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr noch ja klar, Blister oder Multipack, je nachdem. Oder ich erkläre es nochmal. Nächsten Freitag gibt's ja ein Blister oder Multipack, ne? Und dann mache ich erst zwei Booster auf. Also ich baue mir das, ja, ich baue mir das immer ein bisschen ein. Ich teile mir das ein. Und dann die übernächste, also die drauf folgende Woche, dann die letzten drei Booster vom Multipack oder Blister. Ja, ich bin nicht so wie Top Trainy Cards, die gleich 500 Booster oder so öffnen. Ich stelle mir das eher ein. Und ja, dann Ende November gibt's noch die. Ich habe mich dafür entschlossen, dass ich am Ende November noch die Minitin unboxen werde. Ja. Weil die Swap-Box, die ist ja teuer. Die Ballsammeldose krieg ich zu Weihnachten. Was gibt's noch für 10 Euro? Muss mal kurz gucken. Ja, das Turnierspielfeld, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall die Minitin und nochmal wegen dem Blister. Also ich hoffe, dass da auf jeden Fall kein Yannick Westergaard drin ist. Und ich hoffe, dass kein Klaas der Hundela drin ist. Und ich hoffe, dass kein Hakan Çalhanoğlu drin ist, weil ich ja das alles mal unboxen werde. Ja, ich hoffe, dass wirklich Paul Verhaag oder Sven Bender drin ist. Das andere wäre Schrott. Ich finde irgendwie die silberlimitierte Auflage, die sind am hübschesten gelungen. Die goldlimitierten Auflagen, die gehen. Und die Bronze, die sehen eigentlich hübscher aus als die goldenen, muss ich mal sagen. Obwohl die goldenen am Werten stärker sind. Aber die silbernen limitierten, die sehen am geilsten aus. Muss ich mal ganz klar sagen. Naja. Zwergspindruiden. Heute ja der 21. Oktober 2015. Ja, das ist ja so ein Spruch von Zurück in Zukunft 2. Kennt ihr das? Da kommen die ja heute an, so hier Martin McFly.
heute Nacht um irgendwas mit 12:15 nach europäischer Zeit, weil die ja in der USA mal wieder ankommen. Ja, ich finde es alles so krass, wie sich das in den letzten Jahren und so entwickelt hat, mit den modernen technischen Geräten und so. Ja, finde ich schon beeindruckend. Aber sowas wie das fliegende Auto, das gibt's alles schon, aber das wollen die bloß nie veröffentlichen. Weil wegen den Flugzeugen. Da gibt's Zusammenstöße in den Himmel mit Flugzeugen, deswegen wollen die das nicht. Naja. Oder sowas wie ein Jetpack, das wäre mal geil, oder? Weil du behindert bist. Okay, wir sind ja schon bei 11 Minuten. Hier sind noch Haufen Droiden. Ja, ich finde es natürlich schade, dass es bei Star Wars Replic Heroes 5s ne gibt. Ja, da würde ich immer 5s. Das ist ja mein absoluter Lieblingsklonkrieger. Ja, wegen dem sein Aufstieg, der ist so legendär. Danach kommt Rex. Ja, den Klonkrieger, den ich überhaupt nicht leiden kann, ist Bly und Cody. Ja, ich kann Cody nicht leiden. Das ist ein Verräter. Muss hier hoch? Gibt's hier oben irgendwas? Ich will hier hoch, mein Gott! Ihr und eure Männer sollt hier die Stellung halten, Commander. Und bleibt wachsam. Verstanden, General. Mal sehen, ob wir einen Weg in den Schiffsrumpf finden können. Och, Mann! Das ist einfach scheiße. Endlich! Hä? Und jetzt? Ach, hier rechts ist noch irgendwas. Aha. Ah, jetzt. Das sieht wie ein Eingang aus. Vorsichtig. Ich fürchte, weitere Mysterien erwarten uns. Ja, ich glaube, wir kämpfen auf jeden Fall noch gegen Asai Ventress in den nächsten Wochen oder Tagen. Ja, und das war's wieder mit dem Let's Play Star Wars Republic Heroes Part 8. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wenn ihr dann runtergeht, bitte in die Kommentare schreiben, warum das Video so schlecht war, damit ich es beim nächsten Mal dann wieder verbessern kann, ja. Nicht mehr verpassen und ja, abonnieren nicht vergessen, ja. Dann sage ich euch, wir wiedersehen. Bis morgen zum Let's Play. Rematch, DFB-Pokal, Dortmund, Bayern. Let's go, Kanal.